und herzlich willkommen zu einem neuen Rückblick auf eine Woche. Ich glaube, wir sind jetzt bei Nummer 17. So langsam habe ich ein bisschen das Gefühl, ich verzettel mich in diesen Wochen und eigentlich kann ich diese Wochenzählung überhaupt nicht leiden. So zum Beispiel, wenn Leute sagen, mein Kind ist 34 Wochen alt, denke ich mir so, Leute, sagt mir einfach 3 Monate, 1,5 Jahre, warum müssen wir das in Wochen angeben? Aber ich habe auch keine Ahnung, wie ich aus diesem Wochenzählrhythmus jetzt wieder rauskommen soll, deswegen... Ich hoffe, es war Woche 17, aber ja, ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß mit den Eindrücken aus unserer letzten Woche in Japan. In Tokio haben wir uns erstmal eine Subway-Karte für 3 Tage besorgt. Damit kann man dann 3 Tage lang beinahe alle Subway- und Metrolinien nutzen. Bestimmte Anbieter fallen aber natürlich auch raus und die zahlt man extra. Ja, ist alles irgendwie ein bisschen umständlich. Uns war wichtig, auf jeden Fall mal den Ausblick über Tokio genießen zu können. Dazu gibt es super viele Möglichkeiten, die natürlich größtenteils kostenpflichtig sind. Allerdings haben wir entdeckt, dass man das Observatorium im Rathaus kostenfrei besuchen kann. Ja, und das haben wir uns dann natürlich vorgenommen. Bis hoch in den 45. Stock ging es und dann haben wir einfach nur noch gestaunt. Richtig beeindruckend, noch dazu total leise und morgens um 10 auch noch recht wenig besucht, wodurch wir überall freie Sicht hatten. Also eine große Empfehlung, wenn ihr in Tokio die Aussicht genießen wollt, aber nicht unbedingt etwas bezahlen möchtet. Anschließend sind wir durch die sogenannte Piss Alley gelaufen, die tagsüber wahrscheinlich nicht annähernd so belebt ist wie nachts. Bei unserem weiteren Weg durch die Straßen kamen wir an einem Disney Store vorbei, wo wir auch mal reingeschaut haben. Echt schön zu sehen, dass der Inbegriff verspielter Kindheit auch für so viele Erwachsene noch ein Thema ist. Im Shinjuku National Garden haben wir uns dann einfach ein wenig ausgeruht, gequatscht und festgestellt, wie schön diese Oasen mitten in der Stadt sind. Aber der japanische Garten hier konnte zum Beispiel unserer Meinung nach nicht annähernd mit dem in Hiroshima mithalten. Da wir an diesem Tag echt viel zu Fuß herumgekommen sind, haben wir uns dann auch auf den Rückweg gemacht, uns ein paar Rollen Sushi als Snack besorgt und den Abend dann mit ein paar runden Würfeln ausklingen lassen. Der nächste Tag führte uns nach Akihabara. Ein sehr belebtes Viertel mit viel Krims und Krams für Nerds und Anime-Fans. Mir persönlich schon zu viel Trubel. Ich hab's nicht so mit so vielen Menschen auf einem Haufen. Und insgesamt haben wir hier auch wieder festgestellt, dass wir uns Japan super gerne einfach nochmal wann anders, aber dann mit etwas größerem Budget anschauen möchten. Highlight für meinen Mann war dann noch, dass wir irgendwo in einem Hintertreppenhaus dann noch einen versteckten Laden gefunden haben, wo jede Menge alte Spielekonsolen und so Zeugs angeboten wurden. Wir wollten dann noch zur Shibuya Crossing. Dieses Motiv kennen auch viele Menschen, die noch nie in Japan waren. Müsst ihr vielleicht einfach mal googeln. Eine riesige Kreuzung, über die in Stoßzeiten während einer Ampelphase etwa 15.000 Menschen die Seiten wechseln. Als wir da waren, war es zum Glück nicht ganz so wuselig, aber man hat eine Ahnung davon bekommen. Und ich bin ehrlich, einmal gucken und zweimal rübergehen haben mir gereicht. Denn neben dem Gewusel kommen die lauten Werbetafeln ins Spiel, die einen von den Häusern ringsum zudröhnen. Dann gibt es auch LKWs, die mit Sound durch die Straßen fahren. Das ist einfach die totale Reizüberflutung für mich. Was aber schön war, wir haben hier auch die Statue von Hachiko gesehen. Bei dem gleichnamigen Film muss ich jedes Mal weinen. Wenn ihr den nicht kennt, müsst ihr unbedingt gucken. Der beruht nämlich auf einer wahren und absolut herzzerreißenden Geschichte. Und Shibuya war der Bahnhof, an dem das in den 20ern alles passiert ist. Zum Abendessen gab es wieder Sushi vom Förderband. Wirklich sehr lecker und die Auswahl war auch für mich deutlich größer. Die restlichen Tage in Tokio sind wir einfach noch durch die Stadt geschlendert und haben wieder so Organisatorisches erledigt, ja, wie zum Beispiel Wäsche waschen. Guten Morgen! Es wird aufregend, denn es ist jetzt kurz nach 6:30 in Japan und wir sind auf dem Weg zum Flughafen. Oh mein Gott, weil für uns geht es heute Richtung Peru, also heute noch nicht ganz. Heute erstmal Richtung Hongkong und dann Richtung LA, aber dann morgen irgendwann nach 35 Stunden Reisezeit werden wir hoffentlich in Peru ankommen. Es ist voll aufregend. Oh mein Gott, ein Abenteuer endet quasi und ein zweites beginnt. Bist du aufgeregt? Ich bin auch aufgeregt, ja. Wir sind ein bisschen aufgeregt. Das fühlt sich an wie ganz am Anfang unserer Reise, als wir nach Indien geflogen sind. Jetzt hat man so ein bisschen
Schon ein Gefühl für Asien quasi, aber ja, Südamerika ist einfach ein weißer Fleck für uns auf der Landkarte. Mal schauen. Wir sind jetzt auf jeden Fall erstmal gespannt wegen der langen Flugzeit und überhaupt, weil das haben wir auch so noch nie gemacht. Mit dem Weg zum Flughafen hat alles wunderbar geklappt. Leider hatte allerdings vorab der Online-Check-In nicht funktioniert und wir waren daher wirklich pünktlich am Flughafen. War nicht die schlechteste Idee, wie wir gemerkt haben. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir so früh am Flughafen waren, weil wir haben gerade einfach eine Dreiviertelstunde gebraucht, um einzuchecken. Also wir haben es online schon nicht hingekriegt, da haben wir mal einen Fehler bekommen. Dann jetzt hier am Self-Check-In, an diesen Automaten hat es auch nicht funktioniert und gerade die am Counter waren auch hart überfordert. Am Ende haben sich drei Leute gekümmert, aber es hat geklappt. Wir haben eingecheckt und wir haben jetzt einfach unsere drei Bordkarten quasi schon für die drei Flüge. Es ist sehr aufregend, aber ja, seid immer früh genug am Flughafen. Das kann sehr hilfreich sein. Richtung Hongkong war teilweise etwas rumpelig, aber ansonsten entspannt. Einzig mit der Landung mussten wir dann noch warten, weil kein Platz war. Also der Flughafen ist anscheinend nicht so groß, dass er der Kapazität, die gebraucht werden würde, Herr werden kann. Als wir unten waren, haben wir auch gesehen, dass unfassbar viel gebaut wird. Also anscheinend wird an dem Problem schon gearbeitet. Durch die Zeitverschiebung dachten wir dann, wir wären voll zu spät für den Weiterflug. Aber Hongkong ist wieder eine Stunde zurück, so im Vergleich zu Japan. Daher hatten wir uns ganz umsonst Sorgen gemacht. Mit 2 Stunden Verspätung sind wir dann schließlich Richtung LA aufgebrochen. Auch hier war wieder alles voll, sodass wir nicht starten konnten. Unser bisher längster Flug. Verging dann aber auch irgendwie sehr fix. Und ich habe währenddessen 2 Bücher gelesen. Ja, und dann waren wir das erste Mal in unserem Leben in den USA. Da war ich auch schon etwas traurig, dass wir nicht länger dort geblieben sind. Wir hatten echt Bock. Ja, irgendwann mal. Irgendwann. Komisch war vor allem, dass wir hier den 17.06. erneut erlebten, obwohl für uns eigentlich schon der 18.06. hätte sein müssen. Dieses ganze Zeitenchaos habe ich ab da irgendwie auch aus dem Blick verloren, weil ich glaube, mein Hirn war auch einfach übermüdet. Ja, und dann der letzte Flug von LA nach Peru. Absolut nicht mehr aufregend, kleines Geschaukel hat mich dann in den Schlaf gewiegt und die Verpflegung war auch gut. Also wir sind gut angekommen und mehr über Abenteuer auf dem neuen Kontinent erfahrt ihr dann ganz bald. Ich freue mich wie immer über einen Daumen nach oben und lasst auch gerne ein Abo da. Bis bald!